Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Hogwarts. Hab mal ein bisschen den Raum hier umgeräumt und jetzt haben wir das ein oder andere mehr. Also der ist erstmal gut gefüllt, der ist voll. Und wir bauen jetzt von allen was an. Das ist schön. Wir haben auch hier das hier stehen. Dann haben wir so einen springenden Topf. Davon haben wir drei. Das haut hier noch nicht ganz hin mit dem Rüberspringen. Aber ansonsten klappt das ganz gut. Sehr gut. Ich wollte euch gerade doch anbieten, dass wir noch warten die Minute, um zu gucken, was hier rauskommt. Können wir gerne da wiederkommen. Ich habe ein paar andere Tiere rausgelassen und andere mitgenommen, damit wir dort etwas mehr verbessern können. Klappt noch nicht ganz so gut, da dann dort was anderes fehlt. Muss ich mal die Kröte rauslassen. Oh, das können wir hier verbessern. Sehr gut. Ich finde, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Sehr schön. Läuft. Mal sehen, ich weiß gar nicht, hat das jetzt eine Minute gedauert? Hab nicht drauf geachtet, nicht ganz. Oh, da ist ein Mega-Power-Trank drin, ne? Den können wir aber nicht gebrauchen, da wir davon noch einige haben. Ah, der ist dann schon da. Nehmen wir den, der ist ein bisschen besser. Springt ganz aufgeregt rum. Oh, der ist noch ein bisschen aufgeregter. So. Das macht alles, was soll. Die Tiere haben wir auch gerade gepflegt. Dann können wir noch irgendetwas anderes machen. Ich weiß noch nicht was. Wir finden aber was. Irgendeine Aufgabe, die wir erledigen können. Storytechnisch würde ich erstmal nichts weitermachen, sondern dann lieber da gerne irgendeine Nebenmission. Dazu gucken wir mal in die Übersicht. Noch zwei fehlen davon, das ist ja cool. Könnte eigentlich, wenn wir sowas machen, das sehe ich gerade zum ersten Mal, das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Okay. Guck an, du. Mhm. Dann verfolgen wir das mal weiter. Auch ein sehr hübsches Hütchen.
Hier fehlen noch ein paar. Ansonsten sind wir da auf einem guten Weg. Sehr schön. So, wir haben ein bisschen Geld und was wir auch tun können. Achso, wir wollten einmal auf die Karte sehen, um zu gucken, wo die Mission ist. Dann gehen wir einmal auf die Aufträge. Reisen wir mal dahin und machen wir das mal. Verzeihung, Sir. Zu den seltsamen Demigeist-Statuen, die ich gesehen habe. Was? Wer sind Sie? Warum fragen Sie? Sie sind recht clever. Dankeschön. Darin steckt viel handwerkliches Geschick und Sorgfalt, nehme ich an. Also sind Sie von Ihnen? Ich? Ja, schon. Damit wollte ich diesem armseligen Trampelmoon einen Hauch des Leides bereiten, das er mir vor Jahren zugefügt hat. Und Sie haben sie wieder entwendet. Genau. Auf Bitte von Mr. Moon. Ich habe Ihre Eule erhalten. Auf Ihrem Briefpapier. Ja, es passt zu Moon, sich von Schülern helfen zu lassen. Zu feige, um es selbst zu tun, hat sich kein bisschen verändert. Selbst in der Schule war er ein feiger Tyrann. Er gab mir einen fiesen Spitznamen, den ich nicht wiederhole. Ich war froh, als er die Schule verließ und aus meinem Leben verschwand. Doch dann sah ich ihn wieder in Hogsmeade. Das war zu viel, auch wenn es mich mit Genugtuung erfüllt, dass aus ihm bloß ein einfacher Hausmeister geworden ist. Mr. Moon tut so viel für die Schule. Und er hat mich viel gelehrt. Er hat Angst vor diesen Statuen. Ich weiß, Sie hätten sein Gesicht sehen sollen, als der Irrwicht erschienen ist. Unbezahlbar. Da wusste ich, was zu tun ist. Ich wollte ihn einfach nie wiedersehen. Also habe ich ihm einen Irrwicht vor die Nase gesetzt, um seine größte Angst herauszufinden. Dann habe ich die Demigeist-Statuen erschaffen, um ihn in die Schranken zu weisen. Die Monde sollten auf seinen Namen anspielen. Das hat wunderbar funktioniert, bis Sie anfingen, die Statuen zu beseitigen. Die Statuen sind eine Art Mobbing. Sie sind nicht besser als er. Vielleicht sollten Sie beide damit aufhören. Ach, da ist was dran. Wenn er sich so vor ihnen gegraut hat, wie sie sagen, hat er seine Lektion vielleicht gelernt. Okay. Die ist wieder hier. Ich möchte noch einmal hier zu euren Laden gehen. Haben wir diesen leider nicht gemerkt. Doch da. Da wollten wir. Ich wollte noch irgendwas zum Beschwören holen, um mal zu gucken, ob es das gibt. Gerne das ein oder andere, was wir für eine Zucht benötigen. Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ach, hat er gerade nicht. Na dann, verkaufen wir dir das.
Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. So, wir wollen jetzt wieder zurückgehen nach Hogwarts und keine Ahnung, ob das jetzt so gut wahr ist. Wir finden es raus. Revelio. Hatten Sie in letzter Zeit seltsame Träume? Schon mal hier unten? Okay, anscheinend noch nicht. Ach, wir brauchen mehr Tränke. Revelio. Da ist eine Truhe. Leider irgendwo dahinter. Oh, so eine aufgeregte Truhe. No, jetzt guckt sie wieder ganz traurig. Revelio. Ist das Risiko? So, und jetzt? Wo ist es hin? Ah, okay, da. Hier? Dann brauchen wir noch eins. Ich habe keine Ahnung, wo sich das befindet. Nein. Sollte. Keine Ahnung. Ich würde es gern finden, dann hätten wir nämlich alle 16 davon. Gleich geht's rüber. Ja. Sehr schön. Revelio. Oh, was immer das da ist, ist interessant. Hoch, wir wollen nach oben. Dann einmal hier drüber. Revelio. Da waren wir drinne. Das haben wir auch schon irgendwann mal entdeckt. Dann sind wir wieder hier und wollen nach unten. Nicht lang. Nämlich hier lang. Mr. Moon, ich weiß jetzt, wer hinter den Demigeist-Statuen steckt. Es war ein Klassenkamerad, den Sie gemobbt haben, Pierce Pemberton. Oh, ich hätte es wissen sollen. Zöpfchen Pierce. Ich glaube, er wird nicht gern so genannt. Natürlich wird er das. Oh, er hatte so volle Locken. Wir haben immer über sie gelacht. Ich wohl am lautesten.
Ein cleverer Mann. Ich wusste nicht, dass er so verschlagen ist. Ich sollte ihm gratulieren. Die übrigen Statuen machen mir weniger Angst, jetzt wo ich weiß, dass sie vom alten Zöpfchen aufgestellt wurden. Sammeln Sie sie ruhig weiter, wenn Sie wollen. Ich werde meinem alten Freund einen Besuch abstatten. Es gibt noch ein paar. Wir sammeln die noch. Vielleicht nicht ganz so zielstrebig wie bis dahin. Dennoch gehen wir denen nach. Wir wollen einmal nach hier unten. Heute gab es noch was anderes. Weil da ist eine Mission. Und wenn wir die dann... wenn wir schon einmal da unten sind, können wir die dann auch gerne mit übernehmen. Das gleiche gilt allerdings auch für das. Dann einen kleinen Moment. Da haben wir einen ganz schönen Weg. Vielleicht stolpern wir noch über das ein oder andere. Noch eine Auswahl für Sie. Sie wurde komponiert. Die sind aber gut drauf, die Bilder. Da waren wir auch schon mal drin. Na toll. Ich suche ein Kabel und bin dann gleich wieder da. Und da bin ich wieder. Beim letzten Mal hat das mit dem Laden nicht ganz so gut funktioniert. War ein kleiner Wackelkontakt im Kabel. Und demzufolge... Oder das sind mal ein bisschen unterbrochen. Ist hier noch irgendwas? Revelio. Großer Topf. Große Tür. Ein Ding zum Schnellreisen. Uns an. Oh. Sie guckt wieder so traurig. So, das nächste, wo wir hingehen möchten, wollen, ist... hier unten hin. Da ist ein Schloss. Dann da mal rein, die gute Stufe. Alohomora. Du gehörst mir, Demigeist.
Gab's hier noch was? Halt hier, da oben ist eine Buchseite. Ach, hier. Haben wir sie? Ich glaube ja nicht. Ich meine, ist ein bisschen weit weg. Da geht's raus oder rein, je nachdem. Sehr gut, haben wir das auch. Gibt es hier noch was auf den ersten Blick? Ich meine ja, nö. Manchmal hätten sie einen kleinen Stock auf. Sehr gut. Da hinten ist eine Truhe. Was war hier? Sie hat ein neues Spiel. Nicht teuer. Nur vor. Finita. Revelio. Accio. Gracias. Confringo. Expelliamus. Okay. Revelio. Was hat's mit dem Bild auf sich? Revelio. Hinten ist eine Truhe. Auch nix. Confringo. Hier ist noch ein Mottenbildchen. Lumos. Ich meine, das müsste nicht weit weg von hier sein. Wir laufen das hier oben einmal ab, in der Hoffnung, dass sich die Motte, wenn sie es nicht findet, dann gern an uns dranhängt. Wie geht's?
Sehr schön, da waren es nur noch vier. Wie klingt Gareths unterirdisches Gebräu? So stumpfsinnig. Das sind mal viele Treppen. Ich sollte mich mit Dianthuskraut beschäftigen, aber ich müsste trotzdem... Reisepunkt. Confringo! Okay, ist hier sonst noch etwas? Wir gehen einmal hier hinaus. Festzustellen, dass da auch nichts weiter ist. Nun gut. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Wie ein Stein. Ja, vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Und oh mein Gott, gibt es hier noch viele Handbuchseiten, viele Sammeltruhen, noch eine Demikal-Statue. Machen wir schon. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bye.